Ja, hallo. Heute 4. Mai. Aldi Süd hat einen Kaffeevollautomaten im Angebot. Philips Serie 1200 soll ganz gut sein. Wir schauen mal nach, ob wir noch einen ergattern können. Wenn ja, stelle ich euch das Ding einfach mal vor. Okay. Ja, wir haben noch einen bekommen. Den letzten seiner Art. Haben Glück gehabt. Einige Aldi-Filialen sind da abgefahren. Da packen wir ihn gleich mal aus. Und dann zeige ich euch mal, wie er aussieht, was er kann. Okay. Ja, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Dann wollen wir das Paket schon mal öffnen. Vorsichtig mit Messerchen rein. Und dann schauen wir nach, was uns jetzt alles so erwartet. Ja, komm mal. Wer hätte es gedacht? Pappe. Okay, Strippe, die ist über. Pappe. Da gucken wir gleich rein, was das sein könnte. Ja, hier ist das Baby. So, Baby ist ein bisschen unhandlich. So. Tschüss, Karton. Noch eine Pappe. Nichts drin. So. Ja, so sieht es dann aus. So, das heißt, ausgepackt ist sie. Dann haben wir hier noch diverse Überbleibsel. So, ja, hier haben wir jetzt doch, vermute ich mal, Kaffeefilter oder sowas. Wird hier drin sein. Löffel zur Portionierung. Einlegeboden. Das Büchlein. So. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus, im ausgepackten Zustand. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, so, studiere ich jetzt erstmal das Büchlein. Und wenn ich dann weiter weiß, dann melde ich mich von euch. So, ihren halbwegs endgültigen Platz hat sie bereits gefunden. Bisher die Anleitung selber super beschrieben. Also da heißt es dann hier Wasserhärte bestimmen und so weiter. Das haben wir jetzt mal eben gemacht. So, Aufkleber, weg damit, brauchen wir nicht. So, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal reinigen. So steht so eine Anleitung drin. Das heißt, voll machen den Behälter. So, Behälter ist voll, 1,8 Liter Wasser passen rein. So, okay, sieht so gut aus. So, jetzt schauen wir noch mal hier in unsere Bibel und dann heißt es hier, wo ist Wort Deutsch? So, vor dem ersten Gebrauch, Stecker rein, Hammer. Wasser rein, Hammer, Tank ist drin, Hammer. Und dann soll das Ding wohl spülen. Das heißt, mal besser einen Eimer drunter stellen. Oh ja. Und jetzt spült sie. Okay, sie wird erstmal warm. Achso, die wurde wohl vor dem ersten Gebrauch schon mit Kaffee ausprobiert im Werk. So steht es auch in der Anleitung drin, sodass hier eventuell noch Kaffeereste in der Maschine verblieben sein könnten. Deswegen vor dem ersten Gebrauch richtig gut durchspülen. Und das machen wir jetzt. Jetzt alles soweit korrekt, außer Aqua Clean blinkt. Dann machen wir aber.
Hallo? Ach, guck mal da, jetzt müssen wir da drauf. Okay, mein Fehler. Ich hätte das doch mal besser durchlesen sollen. Okay, das war der Spülvorgang. Aqua Clean Blau blinkt nicht, ist dauerhaft an. Gehen wir nochmal drauf. Dass wir sicherheitshalber nochmal drüber laufen. So, nächster Schritt, befüllen der Kaffeebohnen. Nein, das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Das ist einfach Kaffee, Crema, Lavazza. Schauen wir mal. Wir brauchen nur diese Geschichte hier für frische Bohnen. Hier kann man wohl auch Kaffeepulver einfüllen. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Eingestellt und sowas. So, Mütze erstmal wieder drauf. Gibt es hier irgendwie eine Reihenfolge, die man einhalten muss? Anscheinend nicht. So, Mütze ist drauf und dann heißt es laut Anleitung: Kaffeetasse drunter stellen, ausprobieren, die Mahlgrad einstellen und sowas. Da teste ich jetzt mal und melde mich, sobald ich hier meine Einstellung gefunden habe, um euch das erste Ergebnis zu präsentieren. So, wir haben jetzt einige Testkaffee-Tassen durchlaufen lassen, haben jetzt eigentlich unsere richtige Einstellung gefunden. Und zwar, Mahlrädchen für die Feineinstellung der Kaffeebohnen. Stufe 1 bis 12 ist möglich, war auf 6 eingestellt. Wir haben es jetzt mal umgestellt auf Stufe 4. Je weniger die Zahl, desto feiner der Kaffee, desto stärker der Kaffee. Das sollte euch aber hoffentlich, ihr werdet es wissen. Gut, das heißt, dann haben wir hier Maschine ein. Wunderbar, funktioniert die Geschichte. Einmal wird sie erwärmt. Und jetzt warten wir noch kurz, bis sie fertig ist. So, jetzt können wir unseren Kaffee machen. Und zwar machen wir das normalerweise mit einer Tasse. Nur für dieses Video mache ich das jetzt mal mit einem Glas, damit ihr auch seht, wie das Ergebnis ist. So, wir machen einen Kaffee. Kaffee, yes. Ich bin auf dreimal Bohnenstärke. Bohnenmasse schmeckt mir am besten. Start und los geht's.
Und so mag ich den Kaffee am liebsten. Super. Dann Prösterchen. Mann, der ist richtig gut. Also 199 Euro hat diese Maschine gekostet. Ja, unser Fazit. Das Ding ist echt 199 Euro wert. Klasse Gerät. Für den Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis, super gut. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, Aldi hat sie heute, 4. Mai 2020, für 199 Euro im Angebot. Kostet normalerweise laut Philips, glaube ich, 3,49. Ist ein bisschen utopisch. Man findet sie im Netz auch für 2,78 oder irgendwie so habe ich sie schon gesehen. 199, unschlagbar gut. Nee, also den Kauf haben wir nicht bereut. Ja, also, was kann ich sagen? Das ist nicht so laut, das Gerät. Auf dem Video kommt es, glaube ich, sehr laut rüber. Ist eigentlich, ich finde es gut, also nicht so laut. Klasse, das Ding. Bedienung komplett von vorne, finde ich super klasse. Was alles von vorne sauber machen, hier den Rest des Pülverchens zum Entsorgen. Du brauchst nicht von der Seite hantieren. Das finde ich klasse. Ich habe hier nicht so viel Platz, wie ihr seht. Ich mache alles von vorne. Wasser raus, sauber machen. Toll. Ja, jetzt kommt aber noch was. Die Kritiker. Und ich habe zufällig einen Kritiker im Garten sitzen. So, das heißt, Tässchen runterstellen, eine Tasse Kaffee, jupp, und fertig. Das schmeckt genauso, wie es aussieht. Ich bin begeistert. Mal gucken, was jetzt der Chefkritiker draußen auf der Terrasse im Garten sagt. Eieiei. Kann sein, dass sie jetzt diese Maschine in der Luft zerreißt. Sie ist ehrlich. Ich werde es ja nochmal sagen. Soll jetzt also kein Schönwetter labern oder sowas. Ganz offen und ehrlichen Bericht. Wenn sie zu schnell trinkt, würde ich sagen, Mund verbrannt. Der ist nämlich echt heiß, der Kaffee, der da rauskommt. Ihr könnt, während das Ding ja am Brühen ist, ihr könnt noch die Temperatur einstellen, wie ihr den Kaffee haben möchtet. Ihr könntet die Maschine auch personalisieren, damit jeder Vater starken Kaffee, Mutti leichten Kaffee. Bei uns gibt es nur eine Stärke durch. So was brauchen wir alle nicht. So, jetzt gehen wir mal. Ja, das ist hier der Rest von dem Karton. So, jetzt müssen wir eben die Terrassentür aufmachen. Da sitzt der Chefkritiker. So. So, damit hier das Gesocks nicht reinkommt, haben wir auch Beinelatsch nicht getroffen. Haben wir natürlich eine Fliegengittertür. So, Chefkritiker guckt. Oh, oh. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh. Hoffentlich köstlichen Kaffee. Ehrliche Meinung. Nicht schön Wetter labern oder sowas. Das mache ich schon ewig. Ich weiß. So. Jetzt bin ich gespannt. Das ist schon mal riesen Unterschied zu den Tabs. Mmh. Der ist auch super cremig. Ja, okay, das ist jetzt auch ein Creamer. Ganz toll. Oh, jetzt ist die Linse beschlagen. Mensch, schmeckt der toll. Was sagst du? Ich finde den klasse. Ich finde den total gut. Super. Köstlich. Wirklich, Kauf hat sich gelohnt. Ja, 200 Euro. Tolles Gerät. Ja. Ja, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen und bis bald.